Also, ich habe da mal eine Frage an euch alle da draußen. Wie ist es möglich, dass ich schwul bin, wenn ich doch eine Frau bin? Weil ich keine vollwertige Frau bin. Ah, verstehe. Dann lasst uns doch mal überlegen, was würde denn in unseren Unterlagen stehen, wenn wir mal nachschauen würden, was bedeutet denn schwul? Oh, ich lese. Gleichgeschlechtliche Liebe, Homosexualität, schwul, Männer lieben Männer. Aha, ich sehe mich aber nicht als kompletten Mann. Ich sehe mich gar nicht mehr schon fast so richtig männlich Mann. Und deshalb sehe ich mich auch nicht als schwul. Und dieses Video ist jetzt offiziell für alle da draußen, für Freunde, Familie, Fans, Viewer, was auch immer. Ich bin nicht schwul. Und ich nehme jetzt offiziell mein Coming-out als schwul zurück. Viele Transfrauen, und dazu denen gehöre ich ja auch, und so gehören vielleicht auch einige bei Transflirt zu den Channel dazu, haben ja angefangen in ihrem Leben als androgyne Männer und damit als homosexuelle, schwule Männer. So war es ja auch bei mir. Und ich hatte auch mein großes Coming-out in der Schule, über das ich ja im Video schon erzählt habe. Und überall, bla bla bla. Aber es geht jetzt halt noch einen Schritt weiter. Also ich bin halt nun mal auch Frau. Und damit ist das Schwulsein für mich weg. Und das ist ganz schlimm. Und ich glaube, das sehen auch noch viele meiner Freunde und Bekannte falsch. Ich bin der gay best friend, der schwule beste Freund. Und so richtig stimmt das halt nicht. Also ich stehe auf Männer, klar. Ich finde Männer sehr, sehr attraktiv. Aber schwule Männer, angenommen, ich gehe in eine Schwulenbar und, ne, oder in die Szene, werde ich von schwulen Männern nicht angeflirtet oder angemacht. Weil, aus einem bestimmten Grund, diese Männer auf Männer stehen. Und ich entspreche nun nicht und gerade nicht mehr hiermit dem, was ein Mann ausmacht. Und deshalb bin ich nicht schwul. Und das ist sehr, sehr schwierig. Das Schwulsein ist... hat lange gedauert in der Gesellschaft, in der Welt, bis das so präsent war und bis es so akzeptiert wurde oder immer noch nicht ganz wird. Das ist ja... aber gut, es hat lange genug gedauert und das ist jetzt... darüber wurde ganz viel geredet und bla bla bla. Und jetzt kommt noch die Transsexualität dazu. Und da wir für viele keine vollwertigen Frauen sind und wahrscheinlich, weil ich immer noch keine Namensänderung habe und weil meine Brüste auch immer noch nicht echt sind und weil meine Stimme noch zu tief für viele ist, bin ich noch ein Mann. Und ich finde es ganz schlimm, weil dieses... Mann, der richtige Mann, das ist nicht nur vom Sexualorgan, vom Fortpflanzungsorgan gegeben. Nicht das macht einen Mann ja aus, im klassischen Sinne, wie es sich viele vorstellen. Ein Mann ist, hat einen Bart und kurze Haare von mir aus, also jetzt um mal die Klischees zu bedienen, was ich ja sowieso abartig finde und schlimm finde, aber gut. Das sind so diese Vorstellungen, Stereotypen von einem Mann. Und dem entspreche ich ja nun, weiß Gott nicht, deshalb bin ich auch nicht schwul. Und das ist auch so, wenn meine Freunde, ich so zum Beispiel sage, ich habe jemand Neues kennengelernt und den finde ich ganz, ganz toll. Und meine Freunde, aha, und ist der jetzt schwul oder ist der bi oder ist der, was ist der? Und wo ich dann immer sage, Leute, auf alle Fälle ist er nicht schwul. Weil ein schwuler Mann, was stockschwule, wie es im Döden vielleicht steht oder so, das bin ich ja nicht. Und das ist er dann auch nicht, weil er steht ja auf anscheinend etwas sehr, sehr Frauliches. Es gibt dann Männer, die sagen, sie mögen das extra, was ich ja noch mitbringe. Was von mich von Vorteil ist, weil ich ja jetzt mir noch nicht vorstellen kann, überhaupt die geschlechtsangleichende Operation zu machen. Das weiß ich auch noch nicht, vielleicht kommt es noch. Aber sonst liebt der Mann oder findet er ja attraktiv alles, was sehr fraulich an mir ist. Und das macht ja auch mein Passing so gut, da ich einfach sehr, sehr wie eine Frau wirke und aussehe. Und das ist auch, was die Männer so an mir schätzen. Und deshalb sind sie nicht schwul. Sie sind entweder hetero mit einer Vorliebe für etwas oder sie sind hetero und für sie spielt das da unten nicht so eine wichtige Rolle. Sie sind, sag ich mal, da offen, was sich da unten befindet. Und das, ja, das sind Männer und das sind alles hetero Männer. Und auch nochmal alle Männer da draußen, die mich vielleicht attraktiv anziehen müssen. Für mich seid ihr nicht schwul und ihr würdet auch von mir nie als schwul tituliert werden. Ihr könnt auch eurer ganzen Familie und Freunden sagen, ihr seid ja nicht schwul. Denn wenn ihr mit so etwas wie mir was zu tun habt, wie könnt ihr dann schwul sein? Ne? Ziemlich einfaches Thema. Ich, wie gesagt, ich mag es nicht ständig. Ich werde ja sowieso schon über meine Sexualität, mein Aussehen und mein Ich immer nur definiert, was ich ja schon grauenvoll finde. Und dann mag ich es auch nicht ständig in die schwulen Schublade gesteckt zu werden, weil schwul an sich bin ich ja nicht.
Sorry, girls. Sorry, boys. That's it. Und ich glaube, das wird auch noch eine Weile dauern, bis das vielleicht bei meinen ganzen Freunden sich so verinnerlicht hat und so, dass sie wissen, dass ich halt, wie gesagt, nicht der gay best friend bin, sondern vielleicht die beste Freundin, die noch nicht ganz fest, also komplett Freundin ist, aber einfach schon aussieht wie eine Frau. Und auch im Kopf denke ich ja wie eine Frau. Und das ist, wie gesagt, für ganz, ganz viele schwierig. Und ja, mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Also wie gesagt, ich habe nichts gegen Homosexuelle. Ich kenne auch Homosexuelle und habe sie auch lieb. Keine Frage. Und ich wertschätze das auch, was sie machen. Genau das gleiche mit Lesben. Aber wir Transmenschen sind in dem Sinne nicht schwul. Es mag transsexuelle Frauen geben, die bisexuell oder lesbisch sind. Also die, wie gesagt, komplett Frau sein wollen und sich so sehen, aber trotzdem auf Frauen stehen. Dann sind es, wie gesagt, bisexuelle oder lesbische Transfrauen, was ja auch super ist. Hey, girl, go for it! Aber das bin ja nun nicht ich. Und ja, das ist in meinem Video so zum Ausdruck gebracht. Sorry an alle draußen, die sagten, sie haben mit mir einen gay best friend. The only thing you have is a transsexual best friend. Ja, das war's zum Thema Ich bin schwul. Beziehungsweise, well, I'm not gay. In fact. Ich hoffe, es war ein bisschen aufklärend und soweit verständlich. Und es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Bleibt ihr seid kurz. You are gorgeous. Mua.